Deutsche Memes, die 10 Jahre auf dem Bau gearbeitet haben. Let's go. Ich zerstöre in diesem Video gar nichts. Die Zerstörung der Presse. Aber hat Rezo das eigentlich in seinem Video argumentiert, warum er das Video doch so genannt hat? Weil das Video heißt ja die Zerstörung der Presse. Und im Video sagt er, das ist keine Zerstörung. Ja, hat er. Nein, hat er nicht. Ja, hat er. Nein, hat er nicht. Ich sehe schon, ihr seid euch komplett einig. Weiter geht's. Wenn deine Mutter erlaubt, bei deinem besten Freund zu übernachten. Patrick, alles klar für unseren großen Abend heute? Ja, da steppt der Bär. Heute drehen da wir steppt richtig der Bär. Durch. Alles klar, ich höre schon Stimmen. Bist du bereit? Alle. Okay, keine Schrift, ich muss dich stoppen. Da habt ihr meine Oma gerade gedisrespected. Sage meinen Namen. No. Ohne Scheiße. Ich frag euch nie wieder. Warum benutzt man da überhaupt einen Greenscreen? Wetterdoppelpunkt. Wird um 2 Grad wärmer. Almans Doppelpunkt. Shit. Here we go again. Ich bin dein Vater. Wann war ich das letzte Mal Fahrradfahren? Locker vor 5 Jahren. Das Traurigste ist, in dem Fahrradkeller meiner alten Wohnung steht immer noch mein altes Fahrrad. Ich habe das einfach nie abgeholt. Das steht da einfach immer noch. Eigentlich sollte ich da wirklich mal hinfahren und endlich mein fucking Fahrrad holen. Wenn jemand sagt, Bruder, gib mal 2 Euro, er dir aber noch 5 Euro vom letzten Mal schuldet. Ich bin nicht dein Bruder. Benutz dieses Wort nicht. Nenn mich bei meinem Namen. Kann ein Video noch leiser sein? Ich glaube nicht. Hauptstadt Bonn. Maoam gehört auch dazu. Maoam ist auch dabei. Maoam. Maoam. Maoam heißt das. Monschauer Senf, der wird hier. Ich bin bereit. Maoam. Wenn man 2 Wochen in Gym war. Wie ein Panzerwagen. Ey Leute, TikTok auch die letzte. Ist bei mir aber auch so. Also, wenn ich trainieren gehe und ich habe gerade erst angefangen, ne? Ich bin gerade mal einen Monat da oder so. Kein Schwein auf der Welt würde einen Unterschied merken. Aber ich sehe mich im Spiegel und denke mir, ja doch, da ist auf jeden Fall eine Veränderung. Ja doch, doch, das sieht man definitiv. Also wenn ich hier anspanne, das sieht schon anders aus. Komische App. Oh, die letzte komische App. Was hat er gesagt? Die letzte... Ey Leute, TikTok auch die letzte komische App. Oh, die letzte komische App. No front! Patrick! Rechts, links, rechts! Ich finde, jeder, bevor er erstmal betrunken war. Alkoholparty ist komplett unnötig. Man braucht das alles nicht. Man kann auch so Spaß haben, ohne sich voll zu trinken und nicht so wild. Ich meine, er hat schon irgendwo recht. Also die Sache ist, ich habe schon super oft in meinem Leben Alkohol getrunken. Aber das, was er sagt, würde ich trotzdem sagen. Also man braucht wirklich keinen Spaß. Also genau, man braucht keinen Spaß ohne Alkohol. Fivehead, Victor. Fivehead. Also man braucht keinen Alkohol für Spaß. Die Sache ist, wenn ihr nur alkoholisiert Spaß haben könnt, dann habt ihr vielleicht die falschen Freunde. Aber no front. Und nicht so wild. Meine Mutter, wenn sie Memes gucken würde. Ich würde sagen, es ist ziemlich wild. Ich verstehe alles, außer das. Das würde. Ein Vogel wird gesucht. Hä, wie soll ich einen Vogel fangen? Elefant, okay. Hund, ja. Katze, ja. Ja, als ob man so einen Elefanten fängt mal eben. Aber Amanda, wie soll ich Vogel fangen? Soll ich Vogel so fangen? Er hat die Welt einfach neu erfunden. Geld ausgezahlt. Ausländer pushen vor Chias mit war mal im Fernsehen, haha, aber waren nur so auf Kamera. Werden. Das wünschen sich die SPD-Teile der CDU. Dann geht es aber auch um niedrigere Energiepreise. Es geht um... Ja gut, aber wer war am Anfang nicht so? Jetzt mal Real Talk. Bei uns war das mal so, dass die Schule interviewt wurde, beziehungsweise einige Lehrer wurden interviewt. Ich weiß gar nicht mal weswegen, aber da war ich in der 6. oder 7. Klasse. Man sieht mich im Hintergrund und ich habe mich so krank gefeiert dafür. Ich habe mich so krank gefeiert dafür, dass man mich im Hintergrund sieht, weil ich sagen konnte, ey, ich bin im Fernsehen. Das ist schon crazy. Also als Sechsklässler ist das crazy. Falls ihr euch fragt, was passiert, wenn man Wasser kopiert? Nein, Bruder, mach nicht diese. Wieso habe ich dann automatisch das Gefühl, dass es explodiert? Genau!
Okay. Nice. Endlich mal wieder ein deutsches Memes-Video, wo ich lachen musste. Das sieht aus. Pokémon! Einen frischen Pin. Knabbern. Wenn jemand fragt, was am Wochenende abgeht. Knabbern. Saufen. Ansonsten. Und labern. Chiller, was für saufen? Ihr seid 8. Chiller. Ja. Chiller, genau mal. Sieht immer diesen hier, oh ja, oh, guck mal mein Arsch, oh, ich mache hier 2 Kilo Übung. Alle gucken. Oh. Ey. Wenn dein Bruder früher gesagt hat, er sei dran mit Zocken und Controller klaut. Lass den los. Lass den los. Loslassen. Meine Cousins und ich, damals zu N64-Zeiten. Also, bei Multiplayer-Spielen ist es natürlich nicht passiert, aber als wir zusammen Mario 64 gespielt haben, ich wollte immer spielen und ich habe meinen Willen auch durchgesetzt. Was wollt ihr tun? Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Angela Merkel, mach Shisha auf. Angela Merkel, du Fresse. Habe ich bisher noch nicht. Person, hast du die Hausaufgaben schon gemacht? Ich Doppelpunkt. Und auch nicht vor. Lass dich nicht einschüchtern, Thaddeus. Stell ihn dir einfach in Unterwäsche vor. Oh nein, Waschbrettbauch. Und zwar von oben bis... Wenn ich mir den kleinen Zeh am Tisch stoße. Oh, oh, oh. Oh mein Fußwächter! Idiot hat dies... Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Der ist gut. Wenn du völlig verkatert am nächsten Morgen mit deiner Mutter, achso, von deiner Mutter begrüßt wirst. Übermüdet. Und getrunken hast du auch wahrscheinlich, ne? Ich bin Alkoholiker. Oh mein Gott. Das erste Mal, wo ich besoffen war überhaupt. Das war relativ spät. Ich glaube, also für heutige Verhältnisse war das relativ spät. Das war, glaube ich, mit 18. Also mit 18 war ich das erste Mal wirklich betrunken. Davor habe ich immer nur so bisschen Bier getrunken, war vielleicht mal leicht angeheitert, aber nie wirklich betrunken. Zocker, dankeschön. Es gab eine Strandparty in Wedel und da war ich mit meinem ehemaligen besten Freund. Und keine Ahnung, irgendwie hat der das komplett übertrieben. Also der hat wirklich komplett übertrieben und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Unter Solidarität bin ich mitgekommen. Ich war aber auch schon ziemlich gut dabei, also ich war echt betrunken. So, meinen Eltern habe ich natürlich nichts gesagt. Und zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern auch echt krass streng, wenn es um sowas ging. Auf jeden Fall bin ich dann mit ihm zusammen zum Krankenhaus gefahren. Also ich war mit im Krankenwagen und ja, habe dann im Wartezimmer gesessen, betrunken. Meine Eltern sind mich dann abholen gefahren und ich habe mich so krass versucht, zusammenzureißen, nicht alkoholisiert zu wirken. Kennt ihr das? Wenn ihr betrunken seid, aber trotzdem das Gefühl habt, ihr könnt gut... Was gedacht? Nee, dankeschön, ihr könnt das gut überspielen. Weil immer, wenn ich betrunken bin, habe ich das Gefühl, ich bin Mastermind und kann komplett auf nüchtern tun. Und niemand merkt einen Unterschied. Aber jeder merkt einen Unterschied. Das ist immer so. Auf jeden Fall, meine Eltern kommen, wollen mich abholen. Und dann sage ich so, ja, das ist nicht gut, was mit dem passiert ist. Der hat einfach übertrieben mit Alkohol. Naja, das kann man wohl nichts machen. Aber ich habe das halt so gesagt. Also in meinem Kopf habe ich komplett sachlich nüchtern gesprochen mit meinen Eltern. Mein Dad direkt, du bist besoffen, oder? Ich so, nee, nee, ich habe nur ein bisschen getrunken. Also, ich kann mich da gut... Ich weiß nicht, wie es außenstehend war, aber ich glaube, es war sehr, sehr schlecht. Ja, und auf dem Weg nach Hause haben mich meine Eltern gefragt, was hast du denn überhaupt getrunken? Und ich habe gesagt, ja, wir haben halt Bacardi Cola gemischt. Mein Dad direkt so, das kannst du doch nicht machen. Bacardi und Cola, Bacardi und Cola ist das ranzigste überhaupt. Ja, entweder du trinkst Wodka pur oder du mischst das mit etwas, wo du den Alkohol nicht so rausschmeckst. Aber Bacardi Cola ist das widerlichste überhaupt, hat er zu mir gesagt. Und ich war so, okay, dann trinke ich halt Alkohol pur, beziehungsweise Wodka pur. Gute Zeiten.